Breslau, 15. September 1817. Liebes Tagebuch, als Adliger hat man's nicht leicht. Die doofen Bürgerlichen verdienen viel mehr Geld als wir mit unseren paar schlesischen Gütern, die auch noch alle verschuldet sind. Und dann wollen sie plötzlich auch noch politisch mitbestimmen. Ich weiß nicht. Früher war doch alles besser. Ich glaube, ich schreibe jetzt erstmal einen Roadmovie aus der guten alten Zeit, in dem die einfachen Leute nicht Karriere machen wollen, sondern träumen, in den Tag hinein, davon adlig zu sein zum Beispiel. Ich brauche jemanden, mit dem sich alle identifizieren können. Dann nehme ich doch einen Taugenichts. Und da ist er auch schon, der Taugenichts. Namenlos, um die 17, arbeitet nicht so gern, spielt aber super Geige. Das waren so die Rocker des beginnenden 19. Jahrhunderts. Sein Vater ist, wie am Mehlstaub erkennbar, Müller. Dann haben wir zwei adlige Damen. Eine ist älter und eine ist jünger, sind aber beide ganz schnuckelig und nett. Zu den Damen gehörig gibt es eine Kammerzofe und den Portier des gräflichen Schlosses. Dann lernen wir noch zwei Maler kennen. Zwei italienische Maler, Herrn Leonardo und Herrn Guido, hihi. Und einen deutschen Maler in Rom namens Eckbrecht. Schließlich noch drei Studenten, die in ihrer Freizeit eine Blaskapelle bilden. Und dann gibt es noch eine ganze Menge anderer Figuren, wie Adlige, Bauern, Untergebene, die wir aber jetzt gar nicht im Einzelnen vorstellen. Unsere Geschichte fängt an einem schönen Morgen im zeitigen Frühjahr an, als der Taugenichts ausnahmsweise mal vorm Haus sitzt und ein bisschen sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt. Da kommt der Vater und sagt, Taugenichts, ja Papa, hier, du bist alt genug, selbst dein Geld zu verdienen. Schmeißt du mich raus? Genau. Okay. Und er klemmt sich die Geige unters Kinn und zieht los. Mangels Autoradio spielt er im Gehen Geige und singt dabei, wen Gott will, rechte Gunst erweisen. Und da kommen zwei Damen in der Kutsche angefahren und kurbeln die Scheibe runter und sagen, hallo, wo soll's denn hingehen? Und er so, nach Wien? Ja, da wollen wir auch hin, steig ein. Und er ist total baff und steigt aber natürlich ein, weil besser schlecht gefahren als gut gelaufen. Und sie fahren mit ihm los. Sie fahren mit ihm vor ein gräfliches Schloss, da steigt er aus und die Damen gehen natürlich rein ins Schloss. Er guckt sich erstmal ganz erstaunt um und da kommt ein Portier angewackelt und sagt, was will er hier? Und er so, wer? Na er, ach ich, ja ich weiß es auch nicht so. Da kommt von hinten eine Kammerzofe und sagt, will er vielleicht bei uns als Aushilfsgärtner arbeiten? Lässt die gnädige Frau fragen und er so, ja, okay. Und schon hat er einen Job gefunden und arbeitet fortan als Aushilfsgärtner, trinkt aber auch hin und wieder einen und späht der hübschen jungen Frau hinterher, die da hinten im Schloss wohnt und sich ab und zu blicken lässt. Dann ganz schnell weghuscht. Und ohne dass er was dafür tut, bekommt er den Posten eines Zolleinnehmers. Als Zolleinnehmer muss er auf der Bank vor seinem Zolleinnehmerhäuschen sitzen und Pfeife rauchen. Und abends klettert er dann über die Gartenmauer in den Park und legt seiner Geliebten ein Sträußchen Blumen hin. Da kommt eines Tages die Kammerjungfer an und sagt, Herr Zolleinnehmer? Und er so, ja? Hier, die gnädige Frau möchte sich heute Abend als Gärtnerin verkleiden bei einem Maskenball im Schloss und dazu braucht sie Blumen. Bringen Sie ihr welche vorbei? Und er so, okay. Und er freut sich schon. Das lässt er sich nicht zweimal sagen und steigt abends in einen Baum und wartet. Und da kommt die ältere von den beiden gnädigen Damen vorbei und er ist froh, dass er im Baum sitzt und sie sucht nach ihm, nach dem Gärtner, weil er dachte natürlich, er hat ein Rendezvous mit der Jüngeren. Aber da tut sich im Hintergrund im Schloss die Gartentüre auf und heraus spaziert die junge Frau am Arm eines Grafen. Und plötzlich stürmt Volk hervor und jubelt den beiden Vivat zu und er weiß, jetzt ist sie verheiratet. Deswegen klemmt er sich jetzt die Geige unter den Arm und will nach Italien. Er weiß aber nicht, wo Italien ist und deswegen fragt er einen vorbeikommenden Bauern, entschuldigen Sie, wissen Sie, wo es hier nach Italien geht? Und er so, Arschloch, und geht weiter. Der hat wahrscheinlich einfach Tourette. Abends setzt er sich in einem Wald unter einem Baum und da kommen plötzlich zwei düstere Gestalten des Weges. Und wer da? Ich bin nur ein irrender Wanderer. Und der so, ja, das trifft sich hervorragend. Hier, du gehst jetzt vor uns her nach B. Nach wo? Nach B. Ich aber, ich weiß so, ja, okay. Und er geht vor ihnen hier nach B. Und sie reiten hinter ihm her. Und die reiten irgendwie so die ganze Nacht hinter ihm her. Und dann wird's morgen. Und plötzlich lacht der eine Typ voll laut auf und sagt, hier, du bist doch der Gärtner vom Schloss. Und sagt, ja, eigentlich Zolleinnehmer. Ja, wir sind auch vom Schloss hier. Ich bin der Maler Leonardo. Ich bin ein italienischer Maler. Und das ist mein Freund, der Maler Guido. Wir sind auf dem Weg nach Italien. Willst du unser Diener sein? Und so, ja, okay. Und sie steigen zusammen in eine Kutsche. Und so darf er wieder mit ihnen Kutsche fahren nach Italien. Sie kommen also in Italien mal bei so einem Wirtshaus an
Und zu seiner großen Freude trifft er da so einen italienischen Gastarbeiter, mit dem er sich ein bisschen unterhalten kann, weil er kann ja kein Italienisch. Die Italiener können in der Regel auch kein Deutsch. Und abends legt er sich so vors Haus und schläft so ein. Und am nächsten Morgen wacht er erfrischt auf und guckt sich um. Ja, und die Maler sind weg. Sie haben ihm ein bisschen Geld hinterlassen und die Kutsche ist auch noch da. Deswegen steigt er in die Kutsche. Die Kutsche hat übrigens auch einen Kutscher, der hat nur heute frei. Deswegen können wir ihn in diesem Filmchen nicht abbilden. Und fährt mit der Kutsche weiter. Und die Kutsche bringt ihn zu einem Schloss. Da steigt er aus und wird höflich willkommen geheißen von einer alten Haushälterin. Die versteht wieder kein Wort und er versteht auch kein Wort. Aber es scheint irgendwie all-inclusive zu sein. Deswegen macht er erstmal Ferien und freut sich darüber, dass es so schön ist da. Da kommt die Haushälterin eines Tages mit einem Brief für ihn. Und er nimmt den Brief und liest ihn. Und da steht, alle Hindernisse sind beseitigt. Eilen Sie zurück. Ich kann kaum mehr leben, seit Sie fort sind. Aurelie. Er traut seinen Augen kaum, weil er ja bis jetzt noch nicht mal wusste, dass seine Angebetete Aurelie heißt. Und so schnell er kann, seilt er sich jetzt vom Schloss ab. Und die laufen hinter ihm her, wahrscheinlich, weil er doch noch eine Rechnung zu bezahlen hatte eigentlich. Weil seine Geliebte ihn nach Hause beordert hat, wandert er erstmal nach Süden, nämlich nach Rom. Und da streunt er durch die Straßen und plötzlich hört er in einem Garten eine Stimme, die ihm bekannt vorkommt. Die Stimme seiner Geliebten. Er klettert über die Mauer und guckt und im Hintergrund sieht er eine Dame durchwitschen und er glaubt, das war seine Geliebte. Aber als er zum Haus geht und klopft, macht niemand auf. Legt er sich hin und schläft erstmal. Am nächsten Morgen wäscht er sich in einem öffentlichen Brunnen, zum Beispiel dem Trevi-Brunnen, und singt dabei ein deutsches Volkslied. Da kommt jemand vorbei und sagt, hallo Landsmann. Und sagt, wieso hallo Landsmann? Ja, Sie haben doch gerade was Deutsches gesungen. Und das ist der Maler Eckbrecht. Der ist echt nett und verköstigt ihn. Und abends nimmt er ihn mit zu einer Abendgesellschaft, wo niemand anders als die Kammerzofe seiner Geliebten ihn erwartet. Und er sagt, juhu, und sie sagt, hier ist eine Adresse, da kommst du heute Abend um 11 hin und dann sehen wir weiter. Wir haben schon so lange auf dich gewartet. Und das macht er natürlich. Er klettert abends wieder über die Mauer rein in den Garten und sieht im Hintergrund diesmal schon die hübsche Frau stehen. Und dann erkennt er sie, weil sie in den Fächer sinken lässt. Und er sieht, dass es gar nicht seine Geliebte ist. Und er geht schnell weg. Und die geht auch schnell weg. Dann hinterher stellt er aber diese blöde Kammerzofe nochmal zur Rede und sagt, hier, das war doch wieder die falsche. Und sie sagt, ja, ich habe halt die Arbeitgeberin gewechselt. Deine Geliebte, die ist längst wieder in Wien und wartet auf dich. Und er so, okay. Und unser Taugenicht zieht wieder ins heimische Österreich und guckt gerade auf die schöne blaue Donau. Da schleichen sich drei Studenten von hinten an und tröten ihm was ins Ohr. Also sie bringen ihm ein Ständchen und er dreht sich um und sagt, das war furchtbar nett von euch, aber ich bin selber Musiker. Und die so, ach so, und wir hatten gedacht, du hast Geld. Aber dann reisen wir doch wenigstens zusammen weiter. Und er so, okay. Und sie kommen zur Donaufähre, denn sie wollen jetzt gemeinsam nach dem Schlosse reisen, nach dem Gräflichen. Und auf dieser Donaufähre fährt auch noch so ein Pfarrer mit. Und der sagt, er will auch zum Schloss, weil da bald eine Hochzeit stattfinden würde und der Bräutigam aus Italien erwartet würde. Und er zwinkert dem Taugenichts immer so zu. Und der so, nein, ich freue mich jetzt nicht zu früh. Ich habe mich schon so oft zu früh gefreut. Und sie kommen aber sehr schnell beim Schloss an. Und da fällt eine Horde Kinder aus dem Hinterhalt ihn an und er so, ha, ha, ha. Und der Maler Leonard ist da und brüllt, Überraschung! Und zu seiner unaussprechlichen Freude findet er tatsächlich seine Geliebte, die ihm plötzlich gegenübersteht und sagt, hallo Dings, ich liebe dich, ich habe auf dich gewartet und will dich heiraten. Ich bin allerdings keine Gräfin, sondern nur die Nichte des Portiers. Portier im Hintergrund. Aber als Vorteil, ich war nie verheiratet. Ja, und wer war denn dieser Typ? Ach, das war nur der Sohn der Gräfin. Ach so, das war nur der Sohn der Gräfin. Und der Leonard sagt, ich bin übrigens auch kein Maler, sondern ich bin auch Graf. Und ich habe in Wahrheit mich mit der Tochter der Gräfin, hihi, das war Guido, nach meinem Schloss in Italien absetzen wollen. Aber da hast du dann umsonst gewohnt. Ist aber in Ordnung, ich gönne euch das. Und wir machen übermorgen Doppelhochzeit. Ihr zieht dann ins Schloss gegenüber, okay? Und er grinst noch ein letztes Mal in die Kamera und sagt, okay. Ja, das ist gut, Kritzel, Kritzel, das ist richtig super. Jupp, 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 da bist du ja, Jupp. Hast du dich schon wieder an den Schreibtisch verkrochen und Belletristik geschrieben? Du weißt doch, dass das kein Mensch liest und dass man damit kein Geld verdient. Ja, aber es macht mir doch, du wirst jetzt sofort Geld verdienen. Na gut, ja, und Sie, was glotzen Sie noch? Das Filmchen ist zu Ende, jetzt wird mal was Ordentliches gemacht, ja? Vielen Dank. We'll be right back.